Das Wort und die Orte. Eine Konferenz des Studium Biblicum Franziskanum. Vom 24. bis 27. September fand im Erlöserkloster in Jerusalem der Kongress Das Wort und die Orte statt. Die vom Studium Biblicum Franziskanum organisierte Veranstaltung bildet den Abschluss der 100-Jahr-Feier seiner Gründung. Herzerwärmend. Die Schwestern vom heiligen Karl Borromäus und die deutschsprachige Gemeinde in Jerusalem. Die Borromäerinnen betreiben das deutsche Hospiz in Jerusalem. Sie sind das geistliche Herz der deutschsprachigen Gemeinde in der heiligen Stadt. Der Kustos des Heiligen Landes in den USA. Eine Reise der Hilfe und Unterstützung für leidende Christen. Im September besuchte der Kustos des Heiligen Landes, Bruder Francesco Patton, Washington D.C., um die dortige Gemeinschaft zu treffen und die Brüder in ihrer Mission zu ermutigen. Ein Fest für alle kommt zur Hochzeit. Vom 20. bis 21. September veranstalteten die Comboni-Missionsschwestern in Jerusalem ein Seminar zur Förderung der Berufungen. Vom 24. bis 27. September fand im Kloster San Salvatore in Jerusalem der Kongress Das Wort und die Orte statt. Das vom Studium Biblicum Franziskanum organisierte Event war der Abschluss der 100-Jahr-Feier der Gründung des SBF und der Anfang des neuen Studienjahres mit neuen Projekten, um die Offenbarung an den Orten zu vertiefen, wo sie stattgefunden hat. La parola dei luoghi perché sintetizza la tradizione dello studio biblico francescano. Das Wort und die Orte ist eine Synthese der Tradition des Studium Biblicum Franziskanum, das heißt, den biblischen Text mit dem Ort, der Archäologie und der Geschichte der Orte zu verbinden. Es kamen ehemalige Studenten des Studium Biblicum Franziskanum zu Wort, die heute als Dozenten an Universitäten, Fakultäten und Seminaren tätig sind. Wir wollen daher diese Kräfte bündeln und unseren Beitrag als Schule hier deutlicher, das heißt zweifellos auch ein wenig deutlicher zur Bibelforschung leisten. In einem historischen Moment, in dem die Studenten zu oft von vorherrschenden Ideologien beeinflusst sind, hält die Lehre der Franziskaner an einem nicht ideologischen und freien Zugang zu den heiligen Texten und Stätten fest. Sono proprio convinto che una lettura non di parte. Ich bin davon überzeugt, dass die nicht nur einseitige Lektüre der Schrift, der Tora, nicht nur einseitig, also nicht politisch-nationalistisch, uns zu einer positiven Sicht bringt. Das Geschenk der Tora ist eine Gabe, die uns das Leben haben lässt, als Zeugnis einer Lebensvision und als Vorschlag, der aus dem Glauben kommt. Ma come testimonianza di una visione di vita e di una proposta che viene dalla fede. Eine biblische Vision des Lebens, die auch zu einem Stil und einer Lebensentscheidung wird, wenn man sich vom Wort Gottes anziehen lässt und, für einige, auch von den Orten, an denen das Wort Fleisch geworden ist. Quando uno entra poi nella logica di voler dedicare la propria passione, il proprio tempo all'approfondimento della scrittura. Wenn man dann in die Logik einsteigt, seine Leidenschaft und seine Zeit der Vertiefung der Schrift zu widmen und Jerusalem kennenlernt, mit Pilgern und anderen Dingen in Berührung kommt, mit dieser Realität, dann spürt man, dass es einen enormen Unterschied gibt. Und deshalb macht man, wenn man kann, und es ist nicht leicht, den Sprung und trifft die Entscheidung, hierher zu kommen und zu bleiben. Denn das Studium ist völlig anders als in Italien. Nicht, weil die Schrift anders ist, sondern weil wir die Bibel in ihrem Kontext studieren. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Text und Kontext miteinander verbunden sind. Wir studieren die Schrift in den Originalsprachen, an dem Ort, an dem sie entstanden ist. Deshalb ist das für uns sehr wichtig. Es gibt einen totalen Unterschied. Es ist nichts Zusätzliches. Die Entscheidung, dies zu tun, ist mit so vielen Opfern und Schwierigkeiten verbunden, die man allein bewältigen muss, weil es keine Hilfe gibt. Aber es ist eine andere Art zu leben. Die Kongregation der Schwestern vom heiligen Karl Borromäus betreibt das deutsche Hospiz in Jerusalem. Diese Kongregation ist das spirituelle Herz der deutschsprachigen Gemeinschaft in der heiligen Stadt, aber auch ein Bezugspunkt für viele christliche Familien vor Ort, deren Kinder im Kindergarten des Klosters betreut werden und schließlich auch für deutschsprachige Pilger, die sich hier aufhalten. Am 23. September konnten die Schwestern bei der Einweihung der neuen Heizungsanlage
einem hochmodernen Projekt, das dank des Beitrags der deutschen Regierung mit viel Feingefühl realisiert wurde, einen Moment der Begegnung schaffen, um gemeinsam von der Zukunft zu träumen, ohne aufzugeben. Eine Gelegenheit auch, der deutschen Botschaft für die Nähe zu danken, die dieses ehrgeizige Projekt ermöglichte. Schlussendlich auch eine Möglichkeit, mit ihren benediktinischen Mitbrüdern und so vielen Freunden zusammen zu sein, die auf die eine oder andere Weise am Leben der deutschsprachigen Gemeinschaft teilnehmen. Wir sind allen dankbar, die an diesem Projekt beteiligt waren, angefangen bei der deutschen Botschaft, die es der deutschen Regierung dringend empfohlen hat. Wir sind denen sehr dankbar, die uns unterstützt haben, sodass wir dieses sehr komplizierte Projekt erfolgreich durchführen konnten. Heute bleibt vor allem unser Gebet für den Frieden im Heiligen Land und die Hoffnung, dass wir eines Tages, hoffentlich bald, unsere Gäste wieder hier haben können, damit sie die Atmosphäre unseres Hauses genießen. Well, for me as an ambassador of Germany, the sisters and what they do here is really something to be proud of. Für mich als Botschafter Deutschlands sind die Schwestern und alles, was sie hier tun, wirklich etwas, worauf man stolz sein kann. Seit 125 Jahren zeigen sie einen Sinn für christliche Liebe, kümmern sich um Kranke, um Überlebende der Shoah, um palästinensische Kinder, die jeden Tag in den Kindergarten kommen, und um die Pilger und Menschen, die diese faszinierende Stadt besuchen. Ich denke, sie sind der lebende Beweis dafür, was Christentum bedeutet. Und die Verbindung zu Deutschland ist hier offensichtlich sehr stark. Sie sprechen Deutsch. Die Art, wie sie kochen, ist Deutsch. Die Art und Weise, wie sie Weihnachten vorbereiten, ist Deutsch. Es ist also klar, dass ich und wir alle eine sehr starke Bindung zu ihnen haben. Zurzeit ist das gesamte Heilige Land in Schmerz, Ungerechtigkeit und Tod gehüllt. Der deutsche Botschafter erinnert uns daran, dass trotz der Schande des Ersten und Zweiten Weltkriegs, der Abscheulichkeit des Holocausts und der vielen abscheulichen Religionskriege, die Europa erschüttert haben, gerade die Erfahrung des alten Kontinents uns zeigt, dass es möglich ist, jahrhundertealte, scheinbar unlösbare Konflikte zu überwinden. As politicians, diplomats, we need to do everything we can to stop this, to bring the region back to a. Als Politiker und Diplomaten müssen wir alles tun, um dem Einhalt zu gebieten und die Völker der Region wieder zu einem friedlichen Miteinander zu bringen. Im Moment sind es dunkle Tage, sehr dunkle sogar. Ich meine, Europa kann uns vielleicht eines lehren, dass es möglich ist, nach Jahrhunderten des Krieges zwischen den Völkern Frieden zu schaffen. In Europa sind furchtbare Dinge passiert. Christen haben sich gegenseitig umgebracht, Protestanten gegen Katholiken. Und heute können wir uns nicht einmal mehr vorstellen, dass so etwas in Europa passieren könnte. Schon gar nicht im Herzen Europas. Ich denke also, dass dies etwas ist, das vielleicht auch als Lehre für die Menschen im Heiligen Land dienen könnte, wo Feindseligkeit und Leidenserfahrungen auf beiden Seiten tief verwurzelt sind. Die neue Anlage wurde von Abt Nikodemus vom Berg Zion gesegnet, der eine tiefe liturgische Betrachtung über die Bedeutung des Menschen und der Technologie als Möglichkeit, andere zu lieben und vollständiger und freier das Ebenbild Gottes zu sein, entwickelte. Gegen die Tendenz, die Heiligkeit des menschlichen Lebens zu zerstören und zu verletzen. Wir sind von einem Ozean des Leidens umgeben. Ich sehe das Hauptproblem in der Entmenschlichung. Wenn wir genau hinsehen, sagt der Diskurs des Krieges, nein, andere sind keine Menschen, andere sind wie Tiere. Deshalb ist es für mich sehr wichtig zu sagen, jetzt lasst uns die anderen feiern, die Würde von uns allen, denn jeder Mensch bildet das Ebenbild Gottes nach, des Schöpfers, der uns die Möglichkeit gegeben hat, kreativ zu sein, die Dinge wirklich zu verändern, zu verbessern. Für mich ist es heute ein sehr wichtiges Zeichen, dass die Schwestern an die Zukunft glauben, besonders in dieser Zeit des Krieges, einer Zeit der Zerstörung, der Verzweiflung, wie vor einer schwarzen Wand. Aber für mich war es wunderbar zu sehen, dass die Schwestern gesagt haben, ja, wir investieren in die Zukunft, weil wir glauben, dass es eine Zukunft geben wird. Im
Im September besuchte der Kustos des Heiligen Landes, Bruder Francesco Patton, die Vereinigten Staaten, um in Washington die dort lebende Gemeinschaft der Kustodie zu treffen und die Brüder in ihrer Mission als Brücke zwischen Nordamerika und dem Land Jesu zu ermutigen. Es gab zahlreiche Begegnungen mit der Kirche und der örtlichen Gesellschaft, die von Katholiken und anderen Personen gut besucht waren und die zeigen, dass die amerikanische Gesellschaft in diesen 125 Jahren der Präsenz der Kustodie in den Vereinigten Staaten eine Gnade und ein Geschenk erkennt, das es zu bewahren und zu pflegen gilt, indem man die heiligen Stätten kennt und die christlichen Gemeinschaften unterstützt, die unter Krieg, Arbeitslosigkeit und Unsicherheiten aller Art leiden. Il monastero di Terra Santa di Washington e il santuario che fa parte del monastero sono nati per avvicinare la Terra Santa. Das Heiliglandkloster in Washington D.C. und der Schrein, der Teil des Klosters ist, wurden gegründet, um das Heilige Land den Christen in den Vereinigten Staaten näher zu bringen. Und das war etwas sehr Wichtiges, denn im 19. Jahrhundert und sogar in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es sehr schwierig zu reisen. Stattdessen konnten die Christen in den Vereinigten Staaten die wichtigsten heiligen Stätten kennenlernen, denn in der Kirche gibt es eine Nachbildung der Verkündigungsgrotte in Nazareth, ebenso wie Bethlehem, den Berg der Verklärung und den Kalvarienberg. Wir sehen heute, wie aktuell das ist, denn wir haben seit einem Jahr keine Pilger mehr empfangen können. La Transfiguration, il Calvario. Noi vediamo oggi quanto questo sia attuale, perché da un anno non possiamo ricevere pellegrini. Siamo molto felici di celebrare questo anniversario di 125 anni della presenza francescana della custodia di Terra Santa. Wir sind sehr glücklich, dieses 125-jährige Bestehen der franziskanischen Präsenz der Kustodie des Heiligen Landes hier in Washington zu feiern. Es ist ein sehr wichtiger Moment, weil er an diese 125 Jahre erinnert oder sie feiert, aber auch auf die Bedeutung der Kustodie des Heiligen Landes für die Ortskirche hinweist. Zunächst einmal sind wir das Bindeglied, die Brücke zwischen dem Heiligen Land und der Kirche in den Vereinigten Staaten. Mit dem Land Jesu und seiner Mutter Maria, einem Ort des Friedens und der Versöhnung hier in den Vereinigten Staaten, inmitten der Hauptstadt Washington. Offrire un luogo di pace e di riconciliazione qui negli Stati Uniti, in mezzo alla città, alla capitale Washington. Die Mission der Kustodie in den Vereinigten Staaten wird von den Pfarrern der amerikanischen Kirche geschätzt und unterstützt, sowohl für die Arbeit, die die Brüder leisten, um die Verbindung zu den Christen im Nahen Osten zu stärken, als auch für die Tätigkeit, die vor allem den Amerikanern zugutekommt. Well, first of all, this monastery, this Franciscan monastery, is a great anchor of prayer. Zunächst einmal ist dieses Franziskanerkloster ein großartiger Ort des Gebetes. Er empfängt jedes Jahr buchstäblich Tausende von Menschen. Und es ist ein heiliger Ort. Die Menschen fühlen sich geheilt, wenn sie hierher kommen. Darüber hinaus wird ihr Bewusstsein für die Bedürfnisse der Menschen im Heiligen Land geschärft. Und die waren noch nie so verzweifelt wie heute. Deshalb freue ich mich immer, am Leben des Klosters teilzunehmen, nicht nur als Pilger, sondern als jemand, der die Großzügigkeit aller Gläubigen ermutigen kann, sich um die verzweifelten Bedürfnisse unserer Brüder und Schwestern zu kümmern, die noch im Heiligen Land leben. Ci auguriamo di continuare a perseverare in questo nostro servizio. Wir wünschen uns, dass wir in unserem Dienst sowohl für die Ortskirche als auch für die Vereinigten Staaten und für die Weltkirche beharrlich bleiben. Ich möchte auch erwähnen, dass das Kommissariat des Heiligen Landes in Washington eine sehr große Funktion beim Schutz der Christen des Heiligen Landes hat, denn wir wissen, wie wichtig es ist, auch eine Stimme zu erheben. Und hier ist eine Stimme zur Verteidigung der Christen des Heiligen Landes auch eine Rolle von beträchtlicher wirtschaftlicher Unterstützung, weil die Vereinigten Staaten in der Tat diejenigen sind, die das Heilige Land am meisten wirtschaftlich unterstützen, sodass ich sagen würde, dass es für uns ein sehr wichtiger und strategischer Punkt ist, dem wir sehr verbunden sind. Per noi direi che è un punto molto importante, strategico, al quale ci teniamo molto, al quale siamo affettivamente legati. Vom 20. bis 21. September veranstalteten die Comboni-Missionsschwestern in ihrem Kloster in Jerusalem ein Seminar mit dem Titel »Ein Fest für alle« nach dem Gleichnis Jesu Christi vom König, der die Hochzeit seines Sohnes feiert.
Inspiriert wurde das Seminar durch die Botschaft von Papst Franziskus zum Weltmissionstag 2024. An dem Seminar nahmen Pater Bernhard Bucci, Rektor des Priesterseminars von Beit Jala, Weihbischof Rafik Nara, lateinischer Patriarchalvikar in Israel, und Dr. Minerva Jareiser, Professorin an der Universität Bethlehem, teil. Der erste Vortrag des Seminars wurde von Pater Bucci gehalten, der über die Rolle der Kirche als Gastgeberin des Festmahls sprach. Er sagte, dass die Kirche die Menschen nicht einlädt, weil sie auf die Einladung reagieren oder sie annehmen. Vielmehr sei sie überzeugt, die Befehle des göttlichen Königs auszuführen, und sei der Diener, der die Menschen zur Hochzeit einlade. Zu den Argumenten derer, die sich weigern, sagte er: Normalerweise denken diejenigen, die den Ruf ablehnen, dass das, was sie tun, wichtiger ist als das, was Gott für sie will, oder dass ihre Pläne für sie besser sind als das, was Gott für sie vorgesehen hat. Und das ist weit von der Wahrheit entfernt, denn es gibt keinen größeren Traum für uns als den, den unser Herr für uns hat. In seiner Ansprache über die Mission der Kirche im Heiligen Land erklärte Weihbischof Rafik Nara, dass das Alte Testament zeige, dass Gott nicht nur für ein Volk, sondern für alle Völker ein Festmahl bereitet habe. Die Mission im Heiligen Land sei eine zweifache. Zum einen die Sorge um die Christen vor Ort und zum anderen die Sorge um die Christen, die von außerhalb kommen, um das Land der Offenbarung Gottes zu besuchen. Wenn Papst Franziskus uns auffordert, alle einzuladen, fordert er uns auf, für alle offen zu sein. Apostel zu sein bedeutet, das Evangelium so zu leben, dass es den anderen das Antlitz Gottes zeigt. Nicht ein Antlitz, das die anderen verurteilt, sondern ein Antlitz, das die Möglichkeit bietet, die anderen zu lieben und Gott näher zu kommen. Seine Exzellenz sprach über die Herausforderungen, vor denen die Kirche im Heiligen Land in der gegenwärtigen Situation steht, und erklärte, dass die Worte Versöhnung und Dialog unserer Erfahrung im Heiligen Land so fremd sind, dass sie für alle Beteiligten fast ein Tabu darstellen. Wir leben in unserem Land in einer schwierigen Zeit, die von Krieg und Unsicherheit geprägt ist, aber wir sehen, dass Gott eine Botschaft hat, die jeden Aspekt unseres Lebens berührt. In ihrer Ansprache sagte Dr. Jareiser, dass Hoffnung, Versöhnung und Mitgefühl Werkzeuge seien, um mit der Unsicherheit umzugehen, und dass all diese Eigenschaften aus dem Glauben kommen. Sie sprach von den hochrangigen Gästen des Festes, die sich in einem Zustand der Unsicherheit befanden. Die Konzepte, die ich heute über Mitgefühl, mitfühlende Kommunikation und Versöhnung mit anderen erwähnt habe, beziehen sich auf all diejenigen, die letztlich an diesem Festmahl teilnehmen. Auf diejenigen, deren Glaube stark und die dieses Ortes würdig sind. Die Einladung zum Festmahl ist eine Einladung, die sich von Generation zu Generation wiederholt. Kommt zur Hochzeit. Kommt zum Festmahl des Lebens, der Liebe, der Barmherzigkeit und der Versöhnung. Zeigen Sie Solidarität und unterstützen Sie bitte die Mission der Kustodie des Heiligen Landes. Das christliche Medienzentrum verbreitet die frohe Botschaft Jesu, indem es der Welt die spirituelle Atmosphäre der heiligen Stätten und das Leben der Christen im Heiligen Land bekannt macht. Ihr Beitrag wird uns helfen, die frohe Botschaft des auferstandenen Herrn Frauen und Männern aller Sprachen und Nationen zu verkünden. Helfen Sie uns konkret. Bitte öffnen Sie den QR-Code. Ihre Spende macht den Unterschied.